das passende Pedelec finden? So geht's. Du suchst ein Pedelec, du bist mit der Auswahl überfordert oder weißt schlicht nicht, worauf du achten solltest? Damit bist du nicht allein. Der Markt für Pedelecs, im Volksmund auch gerne E-Bikes genannt, ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Manch einer schafft sich nun ein Fahrrad mit Elektrounterstützung an, um nicht schon nassgeschwitzt im Büro anzukommen. Als Mountainbiker kannst du mit einem Pedelec auch den Weg nach oben genießen, wenn du willst. Doch auch für längere Radtouren, Senioren und im Gelände gibt es das passende Modell. Um dir die Auswahl etwas zu erleichtern, geben wir dir hier eine Übersicht über die verschiedenen Modelle und geben dir Tipps für den Kauf eines E-Bikes. Passend zu den verschiedenen Bedürfnissen und Einsatzbereichen haben wir auch für dich jeweils das passende Pedelec herausgesucht. Wenn du dich auf das Video freust, dann lasse jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Alle Pedelecs, die wir hier vorstellen, findest du in der Videobeschreibung verlinkt, wo du sie zu günstigen Preisen und Angeboten bestellen kannst. Schwere Fahrer oder viel Gepäck? Abhängig von der Bauweise können Pedelecs unterschiedlich hoch belastet werden. Wenn du also ein schwerer Fahrer bist oder den Wocheneinkauf mit einem Pedelec erledigen willst oder beides, dann lohnt sich ein Blick auf die technischen Daten. Wichtige Punkte sind dort die maximale Zuladung sowie der verbaute Motor. Wir haben hier ein Pedelec herausgesucht, welches laut Hersteller bis zu 200 kg an Zuladung aushält und dank seinem kräftigen Motor noch Steigungen bis 30 Grad hinter sich lässt. Damit du auch immer einen Platz zum Parken findest, ist das E-Bike praktischerweise zusammenfaltbar auf 90 x 75 cm. Das Arbeitstier, welches wir hier rausgesucht haben, gibt's ab ca. 1400 Euro im Handel. Für den Arbeitsweg oder das tägliche Leben. Du suchst ein praktisches Pedelec für den Arbeitsweg und den Alltag? Damit dein Arbeitsweg von der Qual zur Auszeit wird und du möglichst unkompliziert reisen möchtest, passt dir sicherlich ein Hollandrad ganz gut. Schon bei normalen Fahrrädern stand dieses Design für entspanntes Fahren. Moderne Pedelecs im Hollandradstil führen diese Geschichte weiter. Dank relativ niedrigen Einstiegs sind sie bequeme Helfer im Alltag, bringen aber auch die nötige Sportlichkeit mit, leichte Strecken im Wald zu fahren. Interessant ist hier zum Beispiel das E-City-Bike von S-Cute, welches du schon für um die 1000 Euro bekommst. Als nächstes auf der Liste haben wir die gut verstaubaren Klappräder. Zu Hause oder auf der Arbeit fehlt dir der Platz, um das Pedelec zu lagern? Einige E-Bikes lassen sich zusammenfalten und extra platzsparend lagern. Dabei müssen doch nicht zwingend Abstriche beim Design gemacht werden. Auch klappbare E-Bikes können eine gute Figur auf der Straße machen und sehen dabei gar nicht nach dem typischen Klapprad aus. Wir haben eins gefunden, welches mit etwa 700 Euro relativ günstig ist, dennoch einen kräftigen Motor hat und ein recht ansehnliches Design. Pedelecs für die Freizeit. Bei Pedelecs für die Freizeit solltest du nach stärkeren Akkus Ausschau halten oder einen Ersatzakku einplanen, damit der Ausflug nicht an der Kapazität scheitert. Achte auch auf einen kräftigen Motor, der möglichst mittig im Rahmen verbaut ist, um das Gewicht auch für unebene Untergründe optimal verteilt zu haben. Bei Geländefahrten mit dem E-Bike würdest du es unangenehm merken, wenn die Last des Motors zu weit vorne wirkt. Außerdem sollte der Motor natürlich gut gegen äußere Witterungseinflüsse und Steinchen etc. geschützt sein. Ein robustes Trekking- oder Mountainbike solltest du also für Ausflüge in unbekanntes Terrain wohl einem eleganten Citybike vorziehen. Worauf sollten Senioren beim Kauf eines Pedelecs achten? Pedelecs bieten für ältere Menschen eine angenehmere Alternative, um auch längere Fahrradtouren weiterhin genießen zu können. Pedelecs für Senioren sollten vor allem einen niedrigen Einstieg aufweisen. Im Alter braucht man schließlich das Bein nicht mehr über den Sattel schwingen zu müssen. Insgesamt sollten Komfort und Einfachheit im Vordergrund stehen. Kleinigkeiten wie eine automatische Schiebehilfe, wenn mal ein Stück zu Fuß zurückgelegt wird, können einen großen Unterschied machen. Wirf auch mal einen Blick auf das LCD-Display. Ist es groß genug und lässt es sich leicht ablesen? Ganz wichtig, auch bei Alltagspedelecs ist natürlich die Sicherheit. Nicht nur für Senioren eignet sich im Alltag eine Rücktrittsbremse bestens, um schnell und sicher zum Stehen zu kommen. Für ein gutes Pedelec für Senioren solltest du mit einem Preis zwischen 1000 und 1500 Euro rechnen. Sportliche Pedelecs für raue Bedingungen. Wenn du lieber mal etwas Gas gibst und die Bedingungen rauer werden, sollte das Pedelec natürlich mithalten und auch ein paar Stöße vertragen können. Sportliche E-Bikes haben optimalerweise den Akku in der Mitte des Rahmens und sind mit einem Radnabenmotor im Hinterrad ausgestattet. So ist eine ausgewogene Gewichtsverteilung sichergestellt und du bringst die volle Power auf die Straße bzw. den Wald oder den Feldweg. Achte für Abenteuerfahrten auch auf eine gute Federung, deine Bandscheiben werden es dir danken. Und ordentliche Bremsen. Optimal sind bei höheren Geschwindigkeiten Scheibenbremsen. Damit auch Steigungen kein Problem sind, helfen 21 Gangschaltungen und ein kräftiger Motor.
Für ein gutes Sportpedelec solltest du ab 1500 Euro aufwärts rechnen. Solltest du dich für ein solches Pedelec interessieren, dann folge jetzt mal dem Produktlink in der Videobeschreibung, um dich weiter zu informieren. Als nächstes auf der Liste kommen die Pedelecs fürs kleinere Geld. Das neue Pedelec soll dich einfach nur von A nach B bringen und vielleicht auch ein paar Benzinkosten einsparen? Dann kannst du ruhig auch die niedrigen Preisklassen anvisieren. Für um 700 Euro kannst du schon recht brauchbare E-Bikes finden, die dir den Weg zur Arbeit oder zum Einkauf erleichtern und zuverlässig ihren Dienst verrichten. Bei günstigeren Fahrrädern wird natürlich auch gerne am Akku und somit an der Reichweite gespart, was natürlich für kürzere Strecken kein Problem ist. Wenn du ein Pedelec für längere Strecken über 40 bis 50 Kilometer brauchst, solltest du auf diesen Wert noch achten. Tipp: Bei der Reichweite solltest du nicht knapp kalkulieren, da die angebene Reichweite in der Regel nicht unter Volllast gemessen sind. Kommen wir zu unserem Fazit. Fassen wir also nochmal zusammen, welche Punkte für die unterschiedlichen Ansprüche an Pedelecs besonders wichtig sind. Pedelecs für Senioren und gemütliche Alltagsfahrten sollten auf jeden Fall eine Rücktrittsbremse und ein gut lesbares Display mit sich bringen. Zusätzlich wären ein tiefer Einstieg und eine einfache Handhabung praktisch. Pedelecs für schwerere Fahrer und viel Gepäck sollten eine hohe Zuladung haben und einen kräftigen Motor verbaut. Die sportlichen Pedelecs sollten natürlich einen geschützten Akku haben und dazu einen Hinterradsantrieb. Eine gute Federung und entsprechend der guten Bremsen, zum Beispiel Scheibenbremsen, wären optimal. Eine Schaltung mit 21 Gängen ebenso. Pedelecs für den Arbeitsweg bzw. den Alltag sollten auf jeden Fall einen passenden Akku für den Einsatzzweck haben. Natürlich ist ein bequemes Fahrgefühl wichtig und klappbar, falls wenig Stauraum vorhanden wäre. Bei den günstigen Pedelecs ist es natürlich der Preis. Trotzdem sollten die E-Bikes eine gute Qualität haben und nicht an den Bremsen gespart werden. Pedelecs für die Freizeit sollten eine hohe Reichweite, gute Federung, stabile Bauweise und einen kräftigen Motor mit sich bringen. Natürlich sollten sie auch ausreichende Schaltoptionen haben, 18 bis 21 Gänge wären optimal. Wie du siehst, ist also für jeden etwas dabei. Wenn du einige Punkte beachtest und weißt, was dir bei der Auswahl wichtig ist, findest du sicher schon bald dein Traumbike. Welches der vorgestellten Pedelecs findest du am besten? Schreib es uns in die Kommentare. Alle Pedelecs kannst du dir noch einmal im Detail anschauen und vergleichen, wenn du den Produktlinks folgst. Dort findest du auch alle aktuellen Angebote und Rabatte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse jetzt deinen Daumen rauf da und teile das Video mit deinen Freunden, die auch ein neues Pedelec brauchen. Abonniere den Kanal, wenn du keine neuen Videos mehr von uns verpassen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.